In dieser Meditation werde ich dir das große Geheimnis verraten, wie du Reichtum anziehst. Ich werde dir sagen, wie du ihn, weil du ihn begehrst, tatsächlich in dein Leben ziehen kannst, und zwar durch das Gesetz der Anziehung. Nur wenige Menschen wissen wirklich, wie sie dieses mächtige Gesetz für sich nutzen können. Diese Meditation wird dir zeigen, wie du deine Gedanken zu einem Magneten für Reichtum machst. Du wirst nicht nach dem Reichtum greifen, denn dabei verkrampft man nur, sondern du wirst das Gesetz der Anziehung für dich arbeiten lassen. Du ziehst deinen Reichtum an. Vielleicht bist du noch nicht zu 100% sicher, ob das tatsächlich klappen kann, dass du den Reichtum anziehst, womöglich sogar im Schlaf anziehst. Aber deine Intuition, die hat schon lange begriffen, dass genau das funktioniert. Deshalb hat sie dich zu dieser Meditation geführt. Oft hast du es schon erlebt, wie das Gesetz der Anziehung in deinem Leben funktioniert hat. Denk an eine Situation, in der du dringend Geld gebraucht hast und es dir sehr gewünscht hast. Und dann, wie aus dem Nichts, kam ein Geschenk, kam ein Gewinn, kam ein lukrativer Auftrag auf dich zu. Es ist so, als wäre dein Wunsch ein Ruf, und die Erfüllung, die dann zurückkommt, das ist sein Echo. Das ist eine wunderbare Erkenntnis, denn sie besagt indirekt, wenn du nur richtig in die Welt hinausrufst, wenn du nur richtig wünschst, dann wird der Reichtum zu dir kommen, wie so ein Echo aus der Welt. Gleich werde ich dir verraten, wie du das Gesetz der Anziehung für deinen Reichtum, für deinen Wohlstand nutzen kannst. Vorher ist es wichtig, dass sich dein Geist vollkommen entspannt. Such dir eine bequeme Position, setz dich hin, leg dich hin, mach es dir ganz, ganz gemütlich. Streck dich, räkele dich, lass alles los und entspann dich. Und spür, wie die Unterlage dich trägt. Du musst nichts mehr tun, die Welt trägt dich auf ihren Armen. Genieße dieses Gefühl, getragen zu werden von der Welt und vom Universum. Etwas Größeres trägt dich, etwas Größeres behütet dich, etwas Größeres ist dafür zuständig, deine Wünsche zu erfüllen. Und nun konzentriere dich auf deinen Atem. Dein Atem erfüllt dir den Wunsch nach Sauerstoff, und zwar von ganz allein. Du atmest ein, ohne etwas dafür tun zu müssen. Das füllt deinen Körper mit einer wunderbaren frischen Luft. Und du atmest aus, ohne etwas dafür tun zu müssen. Mit jedem Ausatmen bist du leichter und unbeschwerter. Du atmest ein, ganz tief, und du atmest aus, ganz tief. Stell dir vor, du atmest all das aus, was deiner vollkommenen Leichtigkeit noch im Weg steht. Du atmest es aus, so wie ein Drache Feuer speit. Es entweicht deiner Nase, es entweicht deinem Mund und es verpufft in der Welt. Es löst sich auf ins Nichts, es verliert sich in den himmlischen Weiten.
nimm jetzt wahr, wie frei du durch dein Ausatmen wirst, wie unbeschwert, wie offen für deine Wünsche, für deinen Reichtum, für deinen Wohlstand, für deine Fülle. Und wahrscheinlich spürst du, während du so da sitzt oder liegst und dich immer mehr treiben lässt, du spürst genau, welche Macht dein Wunsch nach Wohlstand hat. Denn jeder Wunsch, der wirklich groß ist, zieht eine Wirklichkeit nach sich. Warum schaffen es Menschen, den Ironman zu absolvieren? Weil sie es sich vorher ganz, ganz fest wünschen. Sie stellen sich vor, wie es wäre, diese große, diese übermäßig große Strecke zu schwimmen, zu laufen und mit dem Rad zu fahren. Und je länger sie es sich vorstellen, desto größer wird der Wunsch in ihnen, es tatsächlich zu tun, es zu materialisieren. Und mit dem Wunsch wachsen ihnen die Kräfte zu, die sie brauchen, um sich auf den Ironman vorzubereiten und ihn tatsächlich zu bestehen. Erst ist also nur der Wunsch da. Doch dieser Wunsch, wenn er groß genug ist, der zieht automatisch die Kräfte zu seiner Erfüllung an. Jeder Wunsch ist ein Knopf, den du im Leben drücken kannst. Und die meisten Wünsche, die sich nicht erfüllen, die scheitern nur daran, dass jemand es versäumt hat, diesen Knopf wirklich zu drücken, leidenschaftlich zu drücken, ihn überzeugt zu drücken. Aber was tun die meisten Menschen, denen es an Reichtum fehlt? Sie denken über ihre jetzige Situation nach, über den Mangel, und damit verstärken sie genau diesen. Aber du tust jetzt exakt das Gegenteil. Du stellst dir jetzt vor, dass der Reichtum zu dir kommt. Du stellst dir vor, dass du in der Fülle lebst. Du stellst dir vor, dass du alles bekommst, was du begehrst. Und mit dieser Vorstellungskraft ebnest du den Weg zur Erfüllung. Gut möglich, dass du es genießt, welche Macht deine Wünsche und deine Gedanken haben. Und dein Atem, dieser reiche, dieser ewige, dieser nie versiegende Fluss, dein Atem strömt jetzt noch freier, noch gelassener und noch ruhiger. Und du spürst, wie sich dein Kopf immer mehr für deinen Wunsch, immer mehr für deinen Reichtum und Wohlstand öffnet. Denn du bist, was du wirklich willst, du bestehst aus deinen Wünschen. Ein Wunsch, den du lange genug und intensiv genug denkst, dieser Wunsch zieht immer eine Wirklichkeit nach sich. Die Materie gehorcht deinen Wünschen, sogar dein Körper gehorcht deinen Wünschen. Es wurde schon nachgewiesen, dass Menschen, die nur an Krafttraining denken, dadurch tatsächlich ihre Muskeln stärken. Dieses Beispiel zeigt dir,
über welche enorme Macht deine Gedanken verfügen. Es ist die stärkste Macht dieser Erde. Und jetzt denk bitte die folgenden Gedanken mit, um das Gesetz der Anziehung für deinen Wohlstand zu nutzen. Ich bekomme im Leben nur, was ich mir vorher wünsche. Jeder Wunsch stellt eine Weiche und führt mein Leben in eine bestimmte Richtung. Alles, was ich fest genug wünsche, zieht eine Veränderung nach sich. Denn jeder Wunsch formt mich. Wenn ich mir Reichtum wünsche, und zwar lang genug, dann breitet sich Reichtum in mir aus. Wenn ich mir Wohlstand wünsche, und zwar lang genug, dann breitet sich Wohlstand in mir aus. Wenn ich mir Fülle wünsche, und zwar lang genug, dann breitet sich Fülle in mir aus. Ich bestehe aus meinen Wünschen. Und ich ziehe an, was ich mir lang genug wünsche. Das Gesetz der Anziehung besagt, Gleiches zieht Gleiches an. Wenn ich lächle auf der Straße, dann lächeln andere zurück. Wenn ich heiter bin, dann begegnen mir heitere Menschen. Wenn ich mich öffne, dann öffnen sich auch die anderen. Das Gesetz der Anziehung besagt, Gleiches zieht Gleiches an. Jeder meiner Gedanken erzeugt ein Echo in der Welt. Und dieses Echo ist die Wirklichkeit, in der ich lebe. Weil ich meine Gedanken bestimmen kann, kann ich auch meine Wünsche und meine Wirklichkeit bestimmen. Wenn ich den Reichtum in mir selbst entdecke, ziehe ich Reichtum an. Wenn ich entdecke, was ich alles schon in meinem Leben habe, bekomme ich noch mehr davon. Wenn ich den Wohlstand in mir selbst entdecke, ziehe ich Wohlstand an. Wenn ich mich auf meinen Wohlstand konzentriere, vermehre ich dieses Wohl. Wenn ich die Fülle in mir selbst entdecke, ziehe ich Fülle an. Wenn ich mich auf meine Fülle konzentriere, wird alles noch voller, auch mein Geldbeutel und auch mein Konto. Nur das, was ich in mir habe, kann ich nach außen senden. Und was ich nach außen sende, das zieht ein Echo nach sich. Die Welt ist das Echo, in dem ich höre, was ich selber bin. Wenn ich voll des Reichtums bin, dann lacht mich der Reichtum der Welt an. Wenn ich voll des Wohlstands bin, kommt der Wohlstand von außen auf mich zu. Wenn ich meine Fülle erkenne, erkennt die Fülle der Welt mich als ihren Hafen an. Denn das Gesetz der Anziehung besagt, Gleiches zieht Gleiches an. Ich muss das, was ich in der Welt suche, also zuerst in mir selber finden. Ich muss das, was ich mir vom Universum wünsche,
also zunächst mir selbst erfüllen. Und dann kommt das Gewünschte auf mich zu. Dann kommt das Geld auf mich zu. Dann kommt der Wohlstand auf mich zu. Dann kommt die Fülle auf mich zu. Denn das wunderbare Gesetz der Anziehung besagt, Gleiches zieht Gleiches an. Genau so funktioniert das Gesetz der Anziehung. Du bestimmst selbst, was du im Leben bekommst. Vielleicht verspürst du eine positive Aufregung in dir, weil dir klar wird, welche Chance darin liegt. Du bist dein eigener Wunscherfüller. Du bist dein eigener Reichmacher. Und jetzt hast du die Chance, deinen Wunsch nach Reichtum zu formulieren. Formuliere ihn so präzise wie möglich, damit die Welt dir ein präzises Echo schicken kann. Führe diesen Satz jetzt zu Ende. Ich wünsche mir so sehr, und stell dir ganz genau vor, wie es aussieht, wenn dieser Wunsch erfüllt ist. Was wäre dann zu sehen, wenn dir jemand im Leben zuschauen würde? Welche Gedanken wären zu hören, wenn jemand dein Gedankenradio auf laut drehen könnte? Welche Gefühle strömen durch deinen Körper? Welche anderen Menschen sind davon berührt? Was ist anders? Was ist schöner als sonst? Und welche guten Taten würdest du mit deinem Reichtum vollbringen? Was würdest du unternehmen, um auch den Wohlstand der anderen, den Wohlstand der ganzen Welt zu mehren? Denn wenn du mit deinem Geld Gutes tust, wird das Geld viel eher bereit sein, gut zu dir zu sein und zu dir zu kommen. Und je intensiver du dir deinen Wunsch vorstellst, desto mehr wirst du merken, dass du das Gewünschte schon in dir selber findest. Du kannst dir nur vorstellen, was schon in dir selber ist. Niemand kann sich den Geschmack von Himbeeren vorstellen, ohne jemals eine Himbeere gegessen zu haben. Und niemand kann sich Reichtum vorstellen, ohne je Reichtum empfunden zu haben. Alles, was in dieser Welt ist, ist auch in dir. In dir ist aller Reichtum dieser Welt. In dir ist alle Fülle dieser Welt. In dir ist aller Wohlstand dieser Welt. Du bist ein Teil dieser Welt. Und deshalb ist alles, was in der Welt ist, auch in dir. Auch die Erfüllung jedes Wunsches ist schon in dir. Forsche jetzt ganz genau in dir nach, wie viel von dem, was du dir gewünscht hast, schon da ist. Richte all deine Konzentration auf diesen Reichtum,
auf diese Schätze deines Lebens. Genieße es, dass du diese Schätze schon hast. Tu das jetzt und tu es immer, immer wieder. Denn das Gesetz der Anziehung besagt, von dem, was du schon hast und würdigst, von dem wirst du immer, immer mehr bekommen. Genau das, diesen Reichtum wirst du anziehen. Genau dieser Reichtum wird zu dir zurückkommen, so wie ein Echo der Welt. Stell dir vor, du bist wie ein Hafen und die Schiffe deiner Wünsche, die bewegen sich draußen auf dem Meer. Aber wenn du nun ganz fest an eines dieser Schiffe denkst, wenn du sein Bild in dir selber siehst, dann ziehst du genau dieses Schiff an. Dann bekommt es ein mentales Funksignal und es steuert auf deinen Hafen zu. Und wenn du genau nachdenkst, wirst du sehen, das ist in deinem Leben schon passiert. Vielleicht hast du an einen bestimmten Menschen gedacht, und zwar das erste Mal seit langer Zeit. Vielleicht hast du gedacht, er könnte sich ja mal wieder melden, und schon hat das Telefon geklingelt, oder du hast eine Nachricht von ihm bekommen, oder du hast ihn irgendwo scheinbar zufällig getroffen. Genau so funktioniert das auch mit dem Reichtum. Denk ganz fest an ihn und er wird in deinen Hafen einlaufen. Er wird in dein Leben kommen. Und nun hast du noch einmal die Chance, die so wichtigen Gedanken zum Gesetz der Anziehung für deinen Reichtum zu nutzen. Falls du gleich schlafen willst, nimmst du diese Gedanken mit in deinen Schlaf und in deine Träume. Und falls du deinen Tag fortsetzt, lass sie im Unbewussten leise nachklingen. In beiden Fällen werden sie ihre Wirkung tun und dich unwiderstehlich auf Reichtum programmieren. Ich bekomme im Leben nur, was ich mir vorher wünsche. Jeder Wunsch stellt eine Weiche und führt mein Leben in eine bestimmte Richtung. Alles, was ich fest genug wünsche, zieht eine Veränderung nach sich. Denn jeder Wunsch formt mich. Wenn ich mir Reichtum wünsche, und zwar lang genug, dann breitet sich Reichtum in mir aus. Wenn ich mir Wohlstand wünsche, und zwar lang genug, dann breitet sich Wohlstand in mir aus. Wenn ich mir Fülle wünsche, und zwar lang genug, dann breitet sich Fülle in mir aus. Ich bestehe aus meinen Wünschen. Und ich ziehe an, was ich mir lang genug wünsche. Das Gesetz der Anziehung besagt, Gleiches zieht Gleiches an. Wenn ich lächle auf der Straße, dann lächeln andere zurück. Wenn ich heiter bin, dann begegnen mir heitere Menschen. Wenn ich mich öffne, dann öffnen sich auch die anderen.
Das Gesetz der Anziehung besagt, Gleiches zieht Gleiches an. Jeder meiner Gedanken erzeugt ein Echo in der Welt. Und dieses Echo ist die Wirklichkeit, in der ich lebe. Weil ich meine Gedanken bestimmen kann, kann ich auch meine Wünsche und meine Wirklichkeit bestimmen. Wenn ich den Reichtum in mir selbst entdecke, ziehe ich Reichtum an. Wenn ich entdecke, was ich alles schon in meinem Leben habe, bekomme ich noch mehr davon. Wenn ich den Wohlstand in mir selbst entdecke, ziehe ich Wohlstand an. Wenn ich mich auf meinen Wohlstand konzentriere, vermehre ich dieses Wohl. Wenn ich die Fülle in mir selbst entdecke, ziehe ich Fülle an. Wenn ich mich auf meine Fülle konzentriere, wird alles noch voller, auch mein Geldbeutel und auch mein Konto. Nur das, was ich in mir habe, kann ich nach außen senden. Und was ich nach außen sende, das zieht ein Echo nach sich. Die Welt ist das Echo, in dem ich höre, was ich selber bin. Wenn ich voll des Reichtums bin, dann lacht mich der Reichtum der Welt an. Wenn ich voll des Wohlstands bin, kommt der Wohlstand von außen auf mich zu. Wenn ich meine Fülle erkenne, erkennt die Fülle der Welt mich als ihren Hafen an. Denn das Gesetz der Anziehung besagt, Gleiches zieht Gleiches an. Ich muss das, was ich in der Welt suche, also zuerst in mir selber finden. Ich muss das, was ich mir vom Universum wünsche, also zunächst mir selbst erfüllen. Und dann kommt das Gewünschte auf mich zu. Dann kommt das Geld auf mich zu. Dann kommt der Wohlstand auf mich zu. Dann kommt die Fülle auf mich zu. Denn das wunderbare Gesetz der Anziehung besagt, Gleiches zieht Gleiches an. Und nun hör diese Meditation die nächsten 28 Tage immer und immer wieder. Und du wirst sehen, das Gesetz der Anziehung wird den Reichtum in deinen Hafen einlaufen lassen. Dabei kann dich ein kostbares Geschenk von mir unterstützen, mein Videoseminar des 3-Minuten-Geheimnis. In diesem Kurs verrate ich dir, wie du mit nur 3 Minuten Aufwand pro Tag alles erreichen kannst, was du in deinem Leben haben willst. Mich hat diese Methode zu dem gemacht, der ich heute bin. Und für kurze Zeit ist dieser kostbare Kurs kostenlos. Klick ihn gerne an in der Infobox oder unter diesem Video und wir blenden ihn auch gleich ein. Ich wünsche dir den Reichtum, den du verdient, den Reichtum, den du dir gewünscht hast. Bis dahin, dein Martin Wehrle.